Hallo, willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Sims 3 mit euren Yuichiro Hiyakuya Aka Hiroki. Wir sind ja da. Auf zum Meditieren. Und zwar sind wir noch in der Folge mit Horus. Und wir haben die ganzen großen Riesenrätsel mit Horus erledigt. Wir arbeiten mit Zen Portieren. Und ja. Das ist, glaube ich, auch der wertvollste Schatz, den man in Ägypten abgreifen kann, diese beiden Dinger. So. Dann machen wir eine Zen-Portation. Wie heißt das gleich nochmal? Ich muss das mal lesen. Ich erfahre es gleich, wie es heißt. Auf jeden Fall würde ich auch sagen, wir haben Ägypten nach abgeschlossen, Leute. Wir haben alle großen Ägypten nach durch. Glaube ich. Zen portieren. Okay, gehen wir da durch. Okay. Vor allem, da ist immer noch so ein Kreis. Ja, davon gibt es ja drei Stück bisher. Interessant. Was gibt's denn hier zu lesen? Ganz wichtig in der Gruft, dieses Lesen. Wer den Schatz Horus entfernt, wird unbedingt Verderben finden. Wer unvorbeikommt, muss den Schatz zum Schrein zurückbringen. Wer vorbereitet kommt, muss dafür vorgesorgt sein Auge zurücklassen. Ein Auge zurücklassen. Snorks. Boah, das sind also gute Objekte. Er hat nicht offen, okay. Warte mal, was war jetzt nochmal hier? Ich muss dieses Setz öffnen. Wer den Schatz Horus entfernt, wird unbedingt Verderben finden. Wer unvorbereitet kommt, muss den Schatz zum Schrein zurückbringen. Wie also da? So, wir haben hier nochmal zwei. Hallo, kann man das? Man kann ja hier ein Auge absetzen. Weglegen heißt, wir stecken es wieder ein, ja? Ich glaube, hier war auch schon mal hier die Rede mit dem Ablegen tatsächlich. Warte mal. Das Auge gehört im Kreis des Horus. Da stimme ich zu. Absetzen. Gehen wir hier hin.
Aber wir haben hier noch zwei Dinger. Ich verstehe schon. Aber den Vorteil, den wir haben, wir können ja einfach meditieren. Und wir finden leider die beiden Schlüssel für die Kisten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und wir meditieren jetzt einfach mal rüber. Nee, jetzt verpiss dich mit deinen scheiß Gruften. Mit China besuchen, ja, können wir das nächstes fertig machen. Macht schon Sinn. So, fangen wir an zu meditieren, damit wir das Auge haben. Was geht mit dem Hunger schon wieder los? Ey, Katastrophe. So, weglegen. Oh. So. Ich beende die Gruft jetzt einfach, ne? Ich denke mal, die war zu Ende. Da glaubt ihr, hier ist noch was. Ja, hier ist glaube ich nichts mehr weiter, ne? Ich will gerne wissen, was in den zwei Kisten drin ist, um echt zu sein, weil die Schlüsseldinger nicht. Ja gut, ich würde sagen. Die Gruft kann man verlassen, wa? Das aber Anfang an nicht da. Ja, ich würde sagen, nehmen wir das nochmal und dann. Ja, GG, ne? Lässt sich halt nie wieder öffnen, aber ist mir egal. Heilen. Dann haben wir nämlich diese Gruft auch erledigt, doch ich möchte wissen. Warum zeigt er mir hier nochmal so einen zweiten Grufteingang an? Süß. So, die ganzen Pyramiden haben wir. Die Fings haben wir. Das haben wir. Ja, ich würde sagen, wir haben alle Grufte wirklich erledigt. Mal gucken, was unsere Familie dazu sagt. Ja, erstmal hier alles kaputt oder was? Alles kaputt gemacht hier, das ist unglaublich. Alles, wirklich alles kaputt. Das war bestimmt der Gicht. Was jetzt ansteht, hier kommt noch mal ein Schlafzimmer rein.
Ich vermisse nämlich schon, also generell, egal wer hier haust, hier kommt nochmal so ein Zimmer rein, auf jeden Fall. Interessant, dass wir das Ganze hier damals gebaut haben mit wenig Geld. Also immer halt so ein bisschen mehr oder weniger sogar gespart haben. Und jetzt einfach, ja, ordentlich Geld haben. Ich meine, wir können uns auch sowas hier leisten. Ich achte ja schon gar nicht mehr drauf, wie viel Geld ich habe. Na, was stinkreich, und so fühlt sich das an. So. Das hat was. Nee, ich möchte sich die Farbe kopieren und auf das da machen. Nochmal. Und gehst du jetzt auf den Teppich? Holy shit! Das sieht nicht so aus, wie ich das habe. Warum ist das jetzt? Das ist jetzt ein sehr holziges Bett. Auf ein neues. Ja, so sieht das Ganze doch gesünder aus. Das sieht auch gesund aus. Danke sehr. So. Was mich auch mal interessieren würde, wie teuer ist denn? Warte mal. Hier diese Riesenbehausung. Das Ding interessiert mich hier mal. Warte mal. Mal gucken, wie teuer das ist. 317. Gehen wir uns das hier mal. Stopp! Ich würde gerne mal die neue Behausung mal kurz begutachten. Er ist doch eh unser Haus. Oh, sieht schick aus. Also auch schick, und es sieht auch gut aus.
Mama. Das ist ein cooles Haus. Das kaufen wir uns auch noch. Das war 317.000, ist teuer. Okay, aber ich glaube, in Frankreich dieses Riesenanwesen kaufen wir uns auch noch. Ja, was würde ich sagen? Ägypten ist fertig, wa? Ist echt fertig. Alles erledigt, die ganzen Gruften. Können da ja mal hingehen. Na mal gucken, was wir hier vielleicht noch machen können. Gruseliger Friedhof. Eine nicht gekennzeichnete Gruft? Was das ist. Okay, wir sind vielleicht doch nicht fertig. Wir können ihn mal freundlich. Guck mal, der ist verbrannt zum Beispiel, das sieht man. Ajinka, be besorgt. Oh, Flamino Basima. Paul Havelin. Freuen wir, sein Tag war. So wie dein Chipado. Weil ihr Bandaglaren und Zoom? Oh, auf Wiedersehen. Hey. Die sind wir auch noch mal entfernen. Interessant, Gruften haben. Das war irgendwie komisch. Die schlafen da unten sogar. Ist ja mega interessant. Neuer Freund, Totenfreund hast du. Ist da nicht unter meinen Beziehungen? Nee. Interessant, dass hier auch unten was ist. Mach mal Ferngespräch mit den Alien.
Blue gorbs, help them see these out. Hier können wir auch ihn nach Hause einladen. Liebe Klone Mac nor Snorg on a tomb. Oh, Guanda Blurts. Skipa Tuni, brah. Chornduza. Zakdin Amabah. Blunda. Blunda Garn. Na gut. Hört sich immer noch alles sehr kaputt an. Wollte ja nicht der Handwerker kommen. Also für alles. Das können wir nur unter Dienste machen. Aber egal. Ich lasse jetzt erstmal reparieren alles. Allerdings. Ach komm, also ich kann mal nach Hause gehen. Na ja, komm. So, gehen wir zurück. Ich guck mal kurz, wie lange die voll geht. Dann braucht ihr das ganze Ladeding nicht miterleben. Wenn das Spiel minimieren lässt! Ah! Okay, müsst ihr mitgucken. Ihr seht ja am Zeit-Timer, ob ich beendet habe oder nicht. Ihr seid ja nicht blöd. Glaub ich. Obwohl, ihr schaut gerade dieses Video und das ist immer noch. Ja doch. Ganz der letzten Seite nicht. Ich mach mal ein Danke fürs Zuschauen, ne? Ich kann gerade minimieren. Tschüssi 3, euer Yuichiro Hiyakuya aka Hiroki! Bis denn! Ciao!